Das Wochenende beginnt mit einem richtig guten Frühstück und diesmal mit einem Biergeek-Frühstück. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt heute Morgen gut gefrühstückt. Oder vielleicht braucht ihr eine Anregung, was ihr am Wochenende frühstücken sollt. Ich habe ein Bier aus Polen mitgebracht. Und das ist von der Brauerei Dear Bear. Das ist die mit dem, ja, dem Hirsch und den Bären. Und haben ein sensationelles Artwork auf ihren Flaschen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist das Hoppy Meal und ist das Coconut and Banana Granola Beer Geek Breakfast IPA. Also ein relativ sperriger Titel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Hoppy Meal der Titel ist oder ob das eine Serie ist. Die haben ja auch verschiedene Serien. Let's Cook zum Beispiel, wo sie, glaube ich, wo sie Collaborations machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber jetzt kommt die Frage natürlich zur Kokosnuss und der Banane. Und ich glaube, da müssen jetzt diejenigen von euch, die Aromen komplett ablehnen im Bier, sehr tapfer sein. Es ist nämlich Kokosnuss und Bananenaroma drin. Warum man sowas macht, weiß ich auch nicht. Aber es ist in dem Fall so gewesen. Es ist ein Hafer. India Pale Ale, also Oatmeal India Pale Ale mit exotischem Hopfen, Centennial, Sorachi Ace und Citra ist da drin. Und ja, sie haben, wie gesagt, Bananen und Kokosnussaromen dort reingegeben, um dem Ganzen noch so ein bisschen einen Bums zu geben. Granola habe ich noch nicht ganz, aber es ist wahrscheinlich über den Hafer, den sie reingegeben haben. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Für diejenigen von euch, die sich für die Verschlüsse interessieren. Und dann gehen wir das Ganze mal an. Frühstückszeit ist auch bei mir schon ein bisschen vorbei. Aber schaut jetzt auch nicht so aus wie der Orangensaft, den ich gerne gelegentlich am Wochenende zum Frühstück trinke. Es hat eigentlich eher eine tendenziell gelbe Farbe, schöne Trübung, ein weißer, schön fluffiger Schaum und legt sich auch schön ans Glas ran. Ja, das sind sicher zwei Finger breit hier im Spiegelau IPA-Glas, denn wir haben ja auch ein IPA. Ho! Ich glaube, da ist ein bisschen viel drin. Heieiei! Also Kokosnuss, Banane, die haut einem fast die Schleimhäute weg. Ganz ehrlich, wenn jetzt die Banane nicht dabei wäre, es sind nämlich auch so Cerealien mit in der Nase drin, das könnte glatt Raffaello mit Banane. Ich glaube, ich habe gerade die Beschreibung. Raffaello mit Banane und noch, na, da ist noch ein Tick Ananas auch mit drin. Da ist auch noch Ananas. Die Ananas ist tatsächlich genauso intensiv. Und das ist natürlich spannend, weil die Ananas ja nicht als Frucht drin ist, sondern über den Hopfen kommt. Die ist genauso intensiv wie die Kokosnuss und die Banane. Sehr witzig. Cheers! Meine Herren, ist das ein Durcheinander. Naja, es geht aber so weiter, wie ich es gerade gerochen habe. Es hat sehr viel Zitrusfrucht, es ist viel Säure mit dabei oder zumindest im mittleren Bereich. Es ist die Kokosnuss mit drin, es ist die Banane mit drin, es ist die Ananas wieder mit am Start. Es ist sehr weich. Wir haben noch nicht über Alkohol geredet. Mache ich ja normalerweise auch gern. 6,9 Volumenprozent und 15 Plato. Bittereinheiten liegen bei 44. Wenn ich jetzt ehrlich bin, so schmeckt es auch. Also im allerneutralsten Sinne jetzt. Es schmeckt wie ein Bier, was 44 Bittereinheiten hat. Also ein bisschen mehr als ein klassisches Pilzbier. Aber natürlich für ein IPA tendenziell eher ein bisschen harmloser. Aber man merkt eben, dass der Hafer drin ist und es ist sehr weich, sehr samtig im Mund. Und ich weiß nicht, diejenigen von euch, die vielleicht schon mal in den USA waren, es gibt für mich nichts Größeres dort, als in so Frühstückscafé Granola zu essen. Das ist eben so dieses
wie beschreibt man Granola? Es ist so ein bisschen wie ein Knuspermüsli. Und ich muss jetzt sagen, bis auf die Cerealien in der Nase und natürlich die Früchte, die mit drin sind, die gelegentlich auch im Granola mit drin sind. Nee. Also ich habe da jetzt relativ wenig, gerade auf der malzigen Seite. Wie gesagt, so ein bisschen süßliche Töne, aber so ein richtiges Granola-Breakfast. Viel Frucht, ja. Soll man ja auch zum Frühstück mal schon gegessen haben, aber nee. Der Name verspricht jetzt an der Stelle mehr, als er hält. Wenn man jetzt Granola rausnimmt und sagt, das ist ein Oatmeal, Coconut, Banana, IPA, bin ich wieder voll mit. Dabei ist Granola, erschließt sich mir zumindest jetzt hier nicht so ganz. Schöner mittlerer Körper, durchschnittliche Kohlensäure, bleibt sehr samtig im Mund und hinten raus, die Banane bleibt, die Kokos bleibt. Es nimmt die Bittere vielleicht einen Tick zu, aber es ist, ja, es ist ein schönes Bier, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es reißt mich jetzt nicht so sehr vom Hocker. Würde jetzt auch nicht mein Biergeek-Breakfast tatsächlich werden, das Coconut und Banana Granola IPA aus dem Hause Dear Beer Hoppy Meal. Und deshalb gibt es von ProbierTV jetzt an dieser Stelle 3 von 5 möglichen Punkten so rum für das Hoppy Meal von Dear Beer aus Polen am Polish Beer Friday. Und die können wirklich für meinen Geschmack zumindest deutlich geilere Biere machen. Wenn ihr Kokosnussbanane im Bier haben wollt, es ist angerichtet, Happy Hoppy Meal. Ah, da komme ich jetzt auch gerade noch auf ein Wortspiel. Junior-Tüte Hoppy Meal. Gut, soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht aus dem Freitag, Samstag, Sonntag was. Und dann sehen wir uns am Montag wieder, wenn ihr wollt, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dafür sage ich jetzt schon danke. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.